Während sich auf der Buchmesse scheinbar vieles um die bei weitem nicht neue Frage nach der Zukunft des gedruckten Buches drehte, stand für etliche Besucher der Messe ein anderes Zukunftsthema im Vordergrund: die Bildung. Bereits seit 2006 findet am Buchmesse-Samstag ein Lehrertag statt. Erstmals in diesem Jahr gesellte sich der Kita-Tag am Freitag hinzu. Für die Messe eine beinahe selbstverständliche Erweiterung. Einfach weil im Zuge der Diskussion, der politischen Diskussion ist klar ist, dass die frühkindliche Bildung immer einen größeren Wert einnimmt. Und von daher haben wir gesagt, das ist jetzt wirklich maßgeblich, dass wir uns darum auch kümmern. Wollten auch in die politische Diskussion führen, dass die Ausbildung der Kindergärtner eigentlich wirklich verbessert werden muss. Beide Kongresstage standen unter dem Thema Lernen bewegt. Dass sich diese Bewegung durchaus umfassend definieren lässt, bewies Professor Vasilos Eftenakis in der abschließenden Podiumsdiskussion am Freitag, die der hessische Sozialminister Stefan Grüttner eröffnet hatte. Eftenakis erklärte nämlich kurzerhand, es müsse auch mehr Bewegung in die gesamte Entwicklung des Bildungssystems kommen. Der Präsident des mitveranstaltenden Didakta-Verbands zeigte sich sehr erfreut über den regen Zuspruch der Erzieherinnen. Immerhin hatten rund 150 Teilnehmerinnen den Weg in die Messe gefunden, wo sie nach dem Eröffnungsvortrag an den anschließenden Workshops teilnahmen. Ihr Fazit durchweg: Begeisterung. Von Anfang bis Ende, ich habe alles sehr interessant gefunden. Das wird meine Arbeit sehr beeinflussen. Mit vielen praktischen, aber auch theoretisch untermauerten Beispielen hatte die Direktorin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung, Professor Dr. Renate Zimmer, die Teilnehmerinnen beeindruckt. Wenn ich in der Institution Kindergarten zum Beispiel Sprachförderung betreibe, dann heißt es ja nicht, dass ich das mit Materialien am Tisch, mit Benennung von Gegenständen mache, sondern ich kann Bewegungsanlässe in dem Alltag nutzen, die als Sprachanlässe dienen. Nehmen wir mal an, wenn ich den Wortschatz erweitern will und ich nehme jetzt mal einen Bereich, der durchaus schulischen Inhalt schon ist, Präpositionen. Das sind Wortformen, die sehr gut eben im Spielen einzusetzen sind, aber auf dem Stuhl, unterm Stuhl, neben dem Stuhl, zwischen zwei Stühlen. Das sind alles Dinge, die nicht nur die Bewegung anregen, sondern auch den Wortschatz und die Bedeutung von ganz bestimmten Begriffen anregen. Das miteinander zu verknüpfen, das ist ein wesentliches Anliegen und nicht dem Zufall zu überlassen, ob es sich denn nur ereignet, sondern das auch systematisch einmal als Angebot einzubeziehen. Wie Bewegung und Lernen im Schulalltag verknüpft werden können, erfuhren die Teilnehmer des Lehrertags am Samstag unter anderem von dem Arzt und Autor Dietrich Grönemeyer und von dem Sportpädagogen Ralf Laging von der Uni Marburg und Robert Prohl von der Uni Frankfurt. Mehr Sportunterricht, aber auch ein Fach Gesundheitslehre in der Schule forderte Grönemeyer, während Prohl eher nachdenkliche Töne anschlug. Auch weil die Pädagogik eine Wissenschaft sei, die in ihren Grundüberzeugungen pendele. So wie man sich in der preußischen Schule und auch später noch überhaupt nicht bewegen durfte, so könnte es jetzt passieren, dass man sich nur noch bewegen müsse. Vor beidem warnte der Sportwissenschaftler. Ähnlich argumentierte auch Ralf Lagging. Vor allen Dingen möchte ich nicht, dass die Kinder den ganzen Tag über im Klassenraum herumhüpfen. Die Frage ist, wie gezielt können wir eigentlich Bewegung in den Unterricht bringen und Unterrichtskonzepte so entwickeln, dass bestimmte Lerngegenstände, bestimmte Themen auch besser in Bewegung erfahren werden oder dass ihr Lernen durch Bewegungsaktivitäten gefördert wird. Das heißt nicht, dass das bei jedem Thema und zu jeder Zeit und den ganzen Unterricht passieren muss, aber es ist eine irrsinnige Annahme, als könne das Lernen ausschließlich im Sitzen im Klassenraum stattfinden, in dem alle ruhig sind. Ruhig waren auch die rund 280.000 Besucher der Frankfurter Buchmesse nicht. Auch für sie also galt das Motto des Bildungskongresses Lernen bewegt. Schließlich legten die meisten von ihnen parallel zu ihren Gesprächen, Erkenntnissen oder Beobachtungen den einen oder anderen Kilometer zu Fuß durch die Messehallen zurück.